Hallo Überfreund, heute mache ich mit euch eine kleine Variation aus dieser Heilüber-Reihe mit dem Streichen. Ein paar kleine Kraftkomponenten da drin, ein paar kleine Variationen. Das ist so das, was ich vorhabe. Ich hoffe, dir geht's gut soweit. Spür mal, wie du sitzt. Einfach diesen Kontakt zum Boden wahrnehmen und den Kontakt zwischen deinen beiden Lippen, dieses Bewusstsein für den Kontakt der beiden Lippen und dann nochmal den Kontakt zwischen Körper und Boden, diese Kontaktebene. Auch wenn du anders sitzen solltest, einfach diesen Kontakt zwischen Körper und Boden. Du musst nicht in diesem Fersensitz sitzen. Die Augen leer. Körper und Boden. Und die Berührung der Hände an den Beinen. Hände und Beine, Körper und Boden, Augenlider, Hände und Beine. Berühren die Hände die Beine oder die Beine die Hände? Augenlider. Dann mal den Körper als Ganzes. Das Bewusstsein vom Körper als Ganzes. Den ganzen Körper. Einfach nur das, was ist. Auch wenn du Teile deines Körpers nicht wahrnehmen kannst. Egal. Es geht nur um den Ist-Zustand. Dann die Atmung, der Atem, der ist, Atembewusstsein, das Bewusstsein davon, dass dein Körper atmet. Der Atem kommt und geht und du beobachtest einfach nur dieses Kommen und Gehen. Das Bewusstsein vom Atem. Zum Boden, Atem, Körper und den Kontakt zum Boden. Und dann beginn mal tief zu atmen. Atmet einfach tiefer, bewusster. Vielleicht ein wenig hörbar zu machen. Und dann öffne mal deine Augen.
hast du im Moment gerade einfach dir bewusst wird, der Atem ist etwas tiefer. Hast den Atem etwas tiefer? Und dann nimm dich mal als Ganzes wahr. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Dich als Ganzes. Und dann kommen wir zum Stehen. Steh mal auf. Egal, ob du jetzt vorher auf einem Stuhl, im Schneidersitz oder auch wie auch immer gesessen hast. Okay, reibt mal die Hände aneinander, sodass es warm wird. Einfach diesen Kontakt wahrzunehmen. Und dann über dein Gesicht oder deinen Kopf reiben. Die Handballen auf die Augen und beweg die Hände. Im Zweifelsfall, wenn du nicht weißt, guck einfach mal nach außen, nach unten, nach oben, ein bisschen Druck machend. Mit den Daumengelenken rechts und links von der Nase tief ein, tief ausatmen. Mal über mit den Daumengelenken über die Jochbeine gehen, unterhalb. Und dann über die Ohren. Bring die mal in Bewegung, dann zieh da, lauf die Ohrläppchen ab, spiel damit. Und den Übergang Kopf-Nacken, ich drehe dich einfach dabei mal um, damit du siehst, diese beiden Punkte. Am Nacken mit den Daumen. Du kannst das einwärts drehen, du kannst es aber auch andersrum drehen, abnehmen oder zunehmen, je nachdem wie dein Gefühl ist. Und dann den Nacken, den Trapezius, einfach mal reiben. Und dann greif mit der einen Hand, mit der anderen Hand übereinander. Greif in den Trapezius hinein, so mit den Fingerspitzen. Zieh das runter und dann beweg den Kopf. Spiel mal mit deinem Kopf. Es ist nicht wichtig, ob du im Kreis oder ob du hin und her. Du willst einfach nur an den Nacken, an den Kopf, diese Bewegung. Das geht auch im Kreis. Zieh die Finger so ein bisschen in den Trapezius hinein, in diesen Muskel. Das macht dann die Freiheit im Nacken. Und dann wechseln wir die Arme. Du ziehst den unteren Arm raus, bringst den nach oben und spielst wieder. Vielleicht ein bisschen andersrum. Einfach versuchen, probieren, hin und her. Das Wichtig ist, dass du dir bewusst wirst, wo vielleicht es festhält. Aber es geht eher darum, mitzukriegen, was geht und nicht, was nicht geht. Und dann reibst du den Arm außen hoch. Wir beginnen am kleinen Finger, außen hoch über die Schulter und innen runter. Und das ruhig mit so noch ein bisschen Geschwindigkeit. Das bringt dann ein bisschen den Kreislauf nach oben. Und das gleiche auf der anderen Seite. Du kannst theoretisch auch mitzählen. Man macht gerne eine Wiederholungszahl, die sich durch drei teilen lässt. Du musst es aber nicht. Okay, lass uns ein bisschen auseinander gehen. Die Beine sind ein bisschen eingeknickt und mal hin und her. Drück den Fuß in den Boden, zieh den anderen Fuß ran.
Drück den Fuß in den Boden und zieh den Fuß ran. Geh mal hin und her, um das da reindrücken, ranziehen. Reindrücken, ranziehen. Und dann reindrücken, ranziehen und das Bein mal aufheben und die Fußsohle reiben. Und dann mal mit den Daumen in der Mitte von der Wade, es kann sein, dass das ein bisschen schmerzt, zu massieren. In der Mitte, genau in dem Herz vom Muskel, Druck machend, im Kreis reiben, greifen. Okay, und mal auf die Fußsohle einen Klapp geben. Und jetzt stelle ich meine Finger zwischen die Zehen und drehe den Fuß im Kreis. Dabei greife ich das Fußgelenk und drücke die Sehne mit dem Daumen nach innen. Das gibt mir eine Freiheit im Gelenk. Und das gleiche auch mal in die andere Richtung, also zu versuchen, was geht denn? Genau, es ist mir immer ein bisschen kibbelig. Und dann nimm das Bein und versuch das mal hochzubringen. Einfach so weit, wie es dir möglich ist. Vielleicht auch in die Leiste und dann das Knie mal versuchen, nach unten zu spielen. Achte auf dein Knie. Es geht nicht darum, ob du das schaffst, dass du das so halten kannst, sondern nur das einzufordern, ein wenig. Es kann auch sein, dass es so ist und du versuchst, den Oberschenkel zu bewegen, vom Bein her, vom Oberschenkel her, und nicht, dass du drückst, sondern dass du diese Kraft hast. Okay, so, lass uns kurz auf die andere Seite gehen. Oberhalb des Knies, die Fußsohle. Die Wade, Druck machend, spielen damit. Das Reiben. Klopfen, greifen, drehen, versuch den Fuß möglichst locker zu lassen. Am Anfang kann es sein, dass du dir sehr einen Punkt auf dem Boden suchst, um das Gleichgewicht zu halten. Versuch das mehr in der Mitte zu bekommen. Dann das Bein nehmend und langsam versuchen, so weit hoch, wie es dir möglich ist, um dann immer noch mit dem Bein die Bewegung machen zu können, nicht mit den Händen. Du greifst nur und versuchst das Bein. Wie gesagt, es kann hier sein, es kann hier sein, es kann hier sein. Versuch diese Muskeln zu bewegen, wieder die Freiheit zu bekommen und den Fuß auf den Boden und dann kick mal. So, und es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten zu kicken. Ich stelle mich seitwärts, das sieht man besser. Entweder kicke ich nach hinten und lasse das Bein dann los. Oder ich kicke nach vorne in die Freiheit, als wenn ich so einen Ball schießen würde. Achte mal drauf, was für dich angenehmer ist. Also sich quasi selber zu kicken oder als wenn ich einen Ball wegschieße. Und ich stelle mich nochmal seitwärts, dann gehe ich nach hinten mit den Füßen. Ich gehe jetzt an die Zehen, ich gehe nach außen an die kleinen Zehen und drehe. Und dabei ist es gut, die Hände mal auf das Becken zu bringen. Versuch an deine Zehen zu kommen. Und
gut, den Fuß so ein bisschen weiter hinten zu haben. Es ist nicht wichtig, was für eine Geschwindigkeit, ob du es langsam machst oder schnell machst. Du willst einfach nur an deine kleinen Zehen. Und dann machen wir das Ganze andersrum. Und jetzt will ich an meinen großen Zeh, indem ich den Fuß nach vorne und nach innen drehe. Und dann strecken wir das Ganze. Du knickst dein Standbein ein, stellst den Fuß hinten auf und versuchst dich aufzurichten, in das Bein zu strecken und lass uns die Schultern mal bewegen. Ohne sie nach oben zu nehmen, gehst du nach hinten und nach vorne. Nach hinten, nach vorne. Als wenn du die Schulterblätter zusammennehmen wolltest und die Schultern vorne. Schultern hinten, Schultern vorne. Gleichzeitig diese Streckung ins Bein. Bewegen, Schultern, Schultern. Ruhig die Arme mit. Du kannst die Hände mitdrehen. Versuch mal, an diese Muskulatur vorne und hinten dran zu kommen. Okay, so, die andere Seite. Ne, das Kicken wieder. Das Kicken nach hinten oder nach vorne. Einfach damit mal spielen. Gleichzeitig achte mal auf dein Standbein, das drückt in den Boden. Also gar nicht so sehr über die Bewegung dann, sondern eher so, ne, dass das wirklich gut stabil stehen kann. Dann wieder die Zehen. Auch in die andere Richtung. Und das Strecken und mit den Schultern. Eben war es auch mehr noch die Arme. Jetzt versuch mal das Gleiche nur mit den Schultern zu machen. Als wenn du die Schultern hinten zusammennehmen wolltest, vorne zusammen. Hinten, vorne. Okay, stell die Füße ganz zusammen. Die Hände an die Knie, keinen Stützen und mal kleine Kreise, wirklich klein, die Kreise ganz klein. Kleine Bewegung. Andersrum. Und dann vorne auseinander. Andersrum. Und jetzt versucht mal mit den Händen gegen die Beine zu drücken, die Arme einzuknicken, zu strecken, also die Kraft von den Armen zu nutzen. Der Oberkörper bleibt, das Gesäß geht tief. Und lass uns mal unten bleiben. Bisschen tiefer atmen, Druck machen mit den Armen und versuchen zu atmen. Normal. Die Beine tragen dich, die Arme. Und die Vorderfüße, die Fersen. Um die Kniescheiben herum. Reiben. Die Füße kippen nach innen und außen. Und versuch dann gleichzeitig um die Kniescheiben herumzureiben. Okay, die Kniekehle. Und dann eine Pause machen mit einem Fuß, die Zehen.
Zehen ganz breit, abstellen, den anderen Fuß. Zehen ganz eng, Zehen ganz breit. Zehen ganz eng, Zehen ganz breit. Geh so hin und her in deinem Tempo. Und dann kannst du versuchen, gleichzeitig die Kniekehle zu reiben. Zehen ganz eng, Zehen ganz breit. Immer hin und her wechseln. Die Kraft im Fuß fördern. Okay, dann die Beine hinten runter, vorne innen hoch. Nimm dein Gesäß mit. Einfach mal reiben. Und ich drehe mich nochmal den Rücken, da wo du dran kommst. Reiben, klopfen. Tief atmen. Und dann das Kreuzbein mal reiben. Mit den drei Fingern, den kleinen, den Ring, den Mittelfinger von beiden Händen. Und dann bring die Finger hinterm Rücken ineinander. Ganz ineinander, fest ineinander und streck deine Arme und dann beweg dich einfach mal hin und her. Einfach so. Du willst an deine Schulter, beweg den Kopf. Beweg das Gesäß. Beweg die Schulter. Und dann beweg dich mal komplett, versuch dich komplett zu strecken und dann versuch einmal die Handgelenke zusammenzubringen und die Arme dann zu strecken, die Beine zu strecken, den Rücken zu strecken, schau zwischen deine Füße, atme mal tief ein, tief aus. Dann geh mit den Händen auf den Boden und geh mal ein Stück nach vorne, knick die Beine ein und geh mit den Füßen so weit nach hinten, wie es dir möglich ist, wie es dir möglich ist, bis du meinetwegen so schwebst und dann geh mit den Füßen wieder nach vorne. Zwischen die Hände und mit den Füßen wieder nach hinten. So weit wie es geht und mit den Händen zu den Füßen. Okay, so. Das kannst du in verschiedener Form machen. Du kannst es die Hände, du kannst die Beine eingeknickt lassen, bewegst mit den Füßen so weit nach hinten, mit eingeknickten Beinen, wie es dir möglich ist, gehst dann mit den Händen zu den Füßen, so weit, es kann auch so aussehen, knick die Beine ruhig, lass die Beine eingeknickt, wenn das nicht anders möglich ist, geh mit den Händen so weit nach vorne, wie dir möglich, so. Wenn du mit eingeknickten Beinen gehst, wird es nach vorne, wird es leichter. Umso fortgeschrittener du bist, umso weiter bist du hinten. Und umso mehr gehst du mit gestreckten Beinen nach vorne und mit gestreckten Beinen nach hinten und mit den Armen zu den Füßen. Und mit den Armen nach vorne. Roll dich mal hoch, wieder zum Stehen und lass uns die Schultern bewegen. Das ist eine gute, ein ganzes Körper-Workout. Stabilisiert sehr die Mitte, die Kraft von den Armen. Es lässt dir Länge im Rücken, aber es ist auch gleichzeitig gut anstrengend.
Und mal die Arme dazu. Und die Füße dazu. Also ne, die Füße zu strecken, die Arme zu strecken, dich zu strecken. Ganz zu strecken. Okay. Und dann stelle ich mich nochmal seitlich. Knick die Beine ein. Schieb das Schambein nach vorne, den Bauch, den Brustkorb nach oben, zieh die Schultern hinten hoch, geh nach vorne. Beine, Knie, Schambein, Bauch, Brust, Schulter. Und roll dich auf. Versuch dieses Aufrollen zu lernen. In einem separaten Video zeige ich euch das, dieses Rollen, wie ihr das trainieren könnt. An der Wand, was sehr heilsam ist für die ganze Wirbelsäule. Okay, so, nochmal seitwärts. Jetzt roll ich einmal und wir praktizieren eine Rückwärtsbeuge. Die Beine ruhig ein bisschen eingeknickt. Versuch hier, nicht hier zu komprimieren. Und versuch das Brustbein zu heben. Das Brustbein zu heben. Die Arme zur Seite, die kleinen Finger nach oben. Du versuchst mit der Einatmung in den Boden zu drücken und mit dem Ausatmen dich nach oben zu strecken. Einatmen in den Boden. Ausatmen. Und kommt raus. Jetzt gehen wir ein wenig für die Wirbelsäule eine Verbringung machen. Du gehst mit deiner, in meinem Fall, den linken Hand über den Kopf nach hinten. Machst du Faust, kommst mit der rechten über den Kopf und die verschwindet und links. Versuch so hin und her zu gehen und die Verbringung, diese, das Gesäß bleibt hinten, du drehst dich quasi seitwärts hoch, schaust auf die Handfläche, lässt sie verschwinden und die andere kommt. Spiel damit. Es kann auch so sein, erstmal, dass der Kopf oder so, du schaust auf diese Hand, lässt sie verschwinden, schaust auf die Hand, lässt sie verschwinden. Und dann geht es mehr und mehr in eine Rückwärtsbeuge und mehr in eine Verdrehung. Wenn du links angefangen hast, endest du rechts. Wenn du rechts angefangen hast, endest du links. Dann werden wir einen Schritt üben. Du gehst über den einen Fuß und versuchst mit dem anderen Knie so weit runter zu gehen, wie es dir möglich ist. Kommst hoch, zurück und die andere Seite. Das Knie geht unter. Schritt, tief, hoch, tief. Wie tief du kommst, ist gar nicht so wichtig. Es geht um das Machen. Mit der Zeit wird es auch besser gehen. Solltest du dein Knie nicht darunter kriegen, muss der Schritt etwas größer sein. Ne, wenn man hier zu eng ist, kommt das mit dem Knie schwer dadurch. Mach also ruhig den Schritt dann ein bisschen größer. Und auch wenn du nur so tief kommst, ist es völlig egal. Du sinkst hinein, drehst dich dann vielleicht. Also wenn du tief kommst, dann dreh dich hinein noch. Das wird dann einfach intensiv.
tiefer sein. Eindrehen. Okay. So, jetzt gehst du so weit runter, wie es dir möglich ist. Wie es dir möglich ist. Und wir atmen ein wenig. Tief ein, tief aus. Das kann so sein, du kannst auch den Arm da drum nehmen. Du kannst auch den Arm nach hinten nehmen. Du kannst über die Schulter schauen. Wichtig ist, tief ein, tief aus und mal zu halten. Zu atmen, zu halten. Den normalen Stand, lasst uns wechseln, Schritt nach unten, Schritt zur anderen Seite, tief, Schritt und dann auf der anderen Seite das Halten, wie auch immer. Es kann so sein, es kann so sein. Der Druck zwischen den Oberschenkeln, es kann tief sein, es kann noch tiefer sein, es kann sein, dass du mit dem Arm rumgreifen kannst, dass du mit dem anderen Arm auch drumherum, dass du dich aufrichten kannst, dass du über die Schulter schauen kannst, was auch immer. Atmen. Dir deines Atmens bewusst werden und den ein wenig zu verstärken. Schauen, im Zweifel die Arme lösen und einen breiten Schritt machen. Der Schritt ist etwas breiter, als dass die Knie über die Fußgelenke gehen. Also, wenn ich die Füße so, dann sind die Knie über den Fußgelenken so. Ich gehe einmal nach außen, wenn ich das habe, einmal mit den Fersen nach außen und dann die Füße. 45 Grad. So. Du streckst deine Arme, streckst in die Füße, machst Fäuste mit den Fingern, Fäuste, Fäuste, die Ellenbogen zusammen, wie weit auch immer, knickst ein Bein ein und gehst so weit nach unten, wie es dir möglich ist, ob das jetzt hier ist. Ob das hier ist, ob das unten ist, das ist nicht wichtig. Hauptsache ist, du kommst, wenn du hochkommst, so hoch, ohne das Bein einzuknicken. Jetzt strecke ich mein rechtes Bein und meine linke Hand. Fäuste und knicke mein linkes Bein ein und gehe so weit runter, wie mir das möglich ist, um wieder hochzukommen. Linkes Bein in meinen rechten Arm. Und auf der rechten Seite. Strecken, rechtes Bein, linke Hand, linkes Bein einknicken. Rechtes Bein, linkes Bein, rechter Arm. Und einknicken. Rechtes Bein, linker Arm. Linkes Bein einknicken. Du wechselst also hin und her und immer in der kontralateralen, das heißt in der entgegengesetzten Seite wird sich gestreckt. Damit spielen. Es kann sein, dass am Anfang einfach gar nicht so viel Bewegung, so viel Wiederholung machst, sondern nur 3, 4 und umso mehr, umso öfter, umso regelmäßiger du das machst,
umso besser wird es werden. Tief ein, tief aus. Strecken, zusammenziehen. Strecken, zusammenziehen. Strecken, zusammen. Strecken, zusammen. Nach oben. Einmal die Füße, die Fersen, die Beine. Die Finger weit, die Hände auf die Knie und lasst mal die Schultern zu den Ohren gehen. Du drückst mit den Händen gegen die Beine versuch dich mal locker zu machen in den Oberschenkeln. Das Bein von der Seite. Mit Druck, der Oberkörper ist lang, schau mal, mein Oberkörper ist gestreckt, meine Wirbelsäule ist gestreckt, das Gesäß ist frei, ich stehe quasi, mein Kopf ist wie ein Schlussstein und ich lasse mich einfach darauf nieder und es wird bei dem einen oder anderen ein sanftes Brennen in den Oberschenkel erzeugen. Das ist halt am Anfang so, weil man viel zu viel mit den Beinen macht, viel weniger wäre auch möglich. Und du lässt dich quasi nieder. Du drückst quasi mit den Händen gegen die Oberschenkel und die machen ein sanftes nach vorne, dein Gesäß geht nach vorne und du wirst es in den Adduktoren merken. Wenn du zwischenzeitlich eine Pause brauchst, dann nimm dir die, aber nimm dir vor, wenn du es ein paar Mal gemacht hast, dass du ein bisschen länger drin bleibst, weil es ist eigentlich auch, es schult so ein bisschen die Disziplin und den Willen, das hinzukriegen. So, der nächste Schritt ist, dass du lernst, hin und her zu gehen. Du knickst die Arme ein und setzt dich nach unten. Dann geht deine linke Ferse nach außen und du drückst dich auf der rechten Seite hoch. Ja, hier drückst du, die Schulter geht hoch, das Bein ist gestreckt, du bist von deinem linken Bein in die rechte Schulter. Dann gehst du rechts runter, die Ferse geht rein, du gehst zur anderen Seite, die rechte Ferse geht raus und du drückst dich links hoch. Dann knickst du den linken Arm ein, gehst in die Mitte, die Ferse geht zurück und drückst dich in der Mitte hoch. Vorne runter, nach rechts, linke Ferse. Runter, rüber, rechte Ferse, Oberkörper. Und in die Mitte, Druck. Tief einatmen, tief aus, zieh mal tief ein, tief aus, wechseln, tief ein, aus, bleib kurz ausgeatmet. Und zieh mal den Bauch ein. Einatmen. Noch eine Runde. Aus. Rechts. Ein. Aus. Linke Seite, rechte Ferse. Ein. Aus. Mitte bleibend aus und locker. Bisschen mit den Füßen eng. Dann heb die Beine ein, stell mich seitwärts, da sieht man es besser. Und ich bewege jetzt mal nur mein Becken. Wirklich die Form
und es gibt eine Bewegung nach vorne, es gibt eine Bewegung nach hinten. Der Oberkörper bleibt möglichst ruhig. Und ich bewege nur das Becken. Dann bleibe ich entweder mit dem Beckenkamm vorne oder mit dem starken Kreuzbein hinten oder vorne, dass ich mich hier vorne zusammenziehe, dann ist das Beckenkamm hinten oder das Schambein vorne. Es ist, der eine macht es lieber so, der andere so. Bei mir ist es einfach so, dass ich gerne nach hinten gehe. Atmen. Und locker lassen. Und jetzt kreise ich mit dem Becken. Und ihr versucht mal nur mit dem Becken. Versucht das Becken zu bewegen, einfach im Kreis zu bewegen. Schön locker im Kreis, Becken im Kreis. Andersrum. Wir wollen die Hüften, die Hüftgelenke ein wenig heilen. Du legst, wenn du fühlst, deinen Knochen, den Femur, den Oberschenkelknochen, der hat so, einen Knick und dann geht das Gelenk in die Hüfte und da legst du deine Handteller. Probier es aus und dann legst du den Handteller drauf und dann legst du den Handteller auf die andere Seite und du malst jetzt eine kleine 8 an den Boden und spür mal mit den Händen, wie sich darunter Knochen bewegt, die Knochen bewegen. Sei dir ganz bewusst, du gehst mit dem Bewusstsein dorthin, dass sich unter den Händen was bewegt. Und das ist das, es darf nur sanft sein, nicht, es ist kein Workout, sondern es geht darum, dem Körper mitzuteilen, okay, ich bin an dieser Stelle nur wieder bewusst. Besonders für Leute, die Hüftschmerzen, die Hüftprobleme haben, die Knieprobleme haben, ist es äußerst hilfreich, sich wirklich wieder bewusst zu werden. Und diese Bewegung macht mal kleiner und kleiner. So klein, dass die Bewegung in deinem Kopf, die 8, du malst eine 8, in deinem Kopf noch vorhanden ist. Aber du spürst sie fast nicht mehr unter deinen Händen. Die Bewegung im Kopf ist da, die 8 im Kopf ist da, aber die Bewegung der Knochen unter den Händen ist nicht mehr da. Bewegung bleibt, die 8, die 8. Und lass locker. Okay, was wir machen? Ist eine Übung für die Beine, für den Oberkörper. Ich stelle dich mal von der Seite, da ist es leichter zu sehen. Du knickst die Beine ein, du gehst so weit runter, wie es dir möglich ist und versuchst dann, die Knie auf den Boden zu bringen. Aber nicht runter, sondern sanft die Knie. Du gehst zum Knie, kommst zurück und kommst hoch und streckst die Beine, streckst vielleicht die Arme nach oben und knickst die Beine ein, Knie, Hüften, Gesäß zurück, nach oben. Das Tempo bestimmst du, wie tief du kommst, bestimmst du. Knie, Hüften, zurück, Füße, Arme. Knie, Hüften, Brustkorb. Gesäß,
Brustbein, Arme. Finger breit auffächern, wirklich weit auffächern. Die Handflächen auf den Boden, dem Vierfüßler Druck machen. Du drückst quasi, die Schultern sind über den Handgelenken und du kannst die Beine strecken und drückst jetzt in den Boden und atmest. Wir halten ungefähr eine Minute. Du kippst dein Becken aus dem Hohlkreuz, schiebst in die Fersen und drückst. Nicht einsinken, sondern wirklich drücken in den Boden. Der Kopf ist auch sanft nach hinten geschoben, also nach oben. Das Becken, Druck, atmen, Fersen, Beine. Druck, schön den Druck machend, das Becken, die Fersen, den Nacken, die Hände, atmen, Druck machen, tief ein, tief aus. Die Knie auf den Boden. Über den Schneidersitz nach hinten, die Füße nach vorne. Solltest du Handgelenkprobleme haben, kannst du sie ein wenig drehen. Das hilft, die wieder so weit zu mobilisieren, dass es gut ist, dass dieser Stau sich entfernt. Du kannst es auch nicht mit Handflächen machen, sondern mit Fäusten. Und du musst ausprobieren, wie du die Hände dann setzt, dass du nicht wegkippst, sondern eher auf den vorderen beiden oder drei Knöcheln bist und nicht so wegknickst, weil es ist nicht so gut fürs Handgelenk. Ja, ich zeige das euch in der anderen Übung. Du ziehst die Füße so weit ran, dass sie fast auf dem Boden sind. Du drückst und du drückst mit den Händen. Ziehst mit den Füßen und hebst dein Becken, hebst das Brustbein, lässt den Kopf nach vorne, schau mal zum Bauch hin, drück mit den Fersen in den Boden und zieh sie gleichzeitig ran, sodass du deine Rückseiten der Beine spürst, das Becken heben, das Brustbein heben, die Schulter nach unten und die Hände fester auf den Boden. Und Druck machend, der Kopf schaut Richtung Bauch, atmen, Fersen, Becken, Brustbein, Kopf, Schultern, atmen. Das gleiche eben halt wie eben, ungefähr eine Minute. Und Becken, Füße, Brustbein, Schultern, Kopf, atmen. Okay, so, circa eine Minute halten. Wir gehen zurück in die erste Übung. Achtet darauf, ne? Ihr könnt die Hände so setzen, ihr könnt die Hände aber auch flach setzen, nach dem, was eure Handgelenke sagen, dazu, wie motiviert die Handgelenke sind. Okay, so, jetzt der dynamische Teil davon. Entweder in diesem Vierfüßlerstand, es geht darum, dass wir 5 langsame Wiederholungen machen. Okay, lass uns zusammen das machen. Ich mache so motivationsmäßig ein bisschen in diesem gestützten Zustand.
Du gehst nach vorne runter, langsam, 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 langsam. Wenn ihr so die Füße aufgesetzt habt, versucht mal in die Zehen zu strecken und euch zu strecken. Oben drücken, in den Boden ein, ausatmen. Normal, lasst den Atem einfach so wie sein möchte. Auch hier unten drückst du feste in den Boden und Druck. Druck. Und Druck. Das Becken so ein bisschen aus dem Hohlkreuz heraus. Man hängt dort gerne. Druck. Wenn die Arme bezittern anfangen, dann bist du richtig. Auch im fortgeschrittenen Zustand kann das passieren oder soll das eigentlich auch passieren. Druck, 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 Druck. Und locker lassen. Über den Schneidersitz wieder nach hinten. Wieder für die Handgelenke mal ein lockeres Öffnen in der Pause. Auch in die andere Richtung. So. Gleiches Spiel. Entweder mit Faust. Das hebt dich auch ein wenig an, für nachher nach hinten zu gehen. Und dadurch wird es leichter. Es wird für die Handgelenke nicht nur leichter, sondern auch für den Körper leichter. Oder mit den Handflächen. Okay. Wieder 5 Wiederholungen. Okay. Hoch. Langsam nach vorne ziehen. Mit den Füßen in den Boden drücken, das Becken hoch, den Nacken nach hinten, den Kopf, das Becken Richtung Füße nach hinten sich hebend und nach vorne hoch, Nacken nach vorne, das Gesäß und vor. Spiel, du musst gar nicht in meinem Tempo sein. Spiel mit dieser Bewegung. Wichtig ist eigentlich das Machen, nicht zu viele Wiederholungen zu machen. Es geht um Muskeln, die trainiert werden. Nochmal hoch. So, nächster Schritt. Du gehst mit deinem Gesäß Richtung Fersen und beweg mal die Arme, die Ellenbogen nach hinten. Du wirst das merken an den Schultern, diese Forderung, die Dehnung der Schulter, dadurch, dass du die Ellenbogen einknickst. Den Rücken rund machen. Okay, so, mit eingeknickten Ellenbogen, rundem Rücken, zieh mal die Knie ran. Ranziehen, locker. So ein wenig wippend, aber quasi kontrolliert. Ellenbogen von den Händen her drücken. Die Knie ranziehen. Gut. Ran. Die Beine strecken. Die Arme strecken. Die Arme nach vorne. Navasana. Versuch vielleicht auch so die Bewegung zu machen. Aber vielleicht auch mit gestrecktem Bein. Ein so leichtes sich zusammenziehen. Wie ein Boot im Wellengang. Und dann roll nach hinten. Okay. Das nächste, was wir machen werden, wir haben die Oberschenkel sehr trainiert. Wir haben sie bewegt durch verschiedene Übungen.
Wir haben unsere Mitte sehr trainiert. Es geht mir jetzt darum, diese Energie, die sich auch gerne in den Hüften festsetzt, in den Knien festsetzt, in den Oberschenkeln festsetzt, aber vielleicht auch hier sich nicht verteilt, zu verteilen. Du ziehst die Beine ran, bringst die Hände mit den Fingern ganz ineinander, richtig innen schieben und schiebst die Hände hoch. Das kann dann so aussehen, du rollst nach hinten und du versuchst aber mehr und mehr deine Beine zu strecken, mehr und mehr deine Beine zu strecken, deine Arme liegen auf, du ziehst nicht feste, sondern du liegst einfach nur mit den Händen auf den Beinen und beginnst in die Zehen zu strecken. Es kann sein, dass dann sowas passiert, ein Zittern, lass dieses Zittern zu. So, das ist das Erste, die Füße lang. Dann hebst du den Kopf und gehst mit dem Kopf Richtung Oberschenkel. Dann nimm den Nacken zurück und streck in die Fersen. Streck in die Fersen, atme mal tief ein, tief aus und versuch so ein bisschen den Rücken loszulassen. Die Arme sind ganz locker. In die Füße, ausatmen, Kopf. Nacken, Fersen. Dann atme mal tief ein und aus. Versuch einfach loszulassen. Lass die Füße locker. Lass die Knie so ein bisschen locker. Lass die Beine locker. Ruhig dieses Zittern zulassen. Die Arme hängen nur. Atmen. Mal tief atmen, tief atmen, tief atmen. Und versuchen wir jetzt Wirbel für Wirbel unsere Mitte loszulassen. Ich gehe quasi mit meinen Armen nach hinten und versuche jetzt Wirbel für Wirbel in die Füße streckend die Wirbelsäule auf den Boden zu legen. Der Kopf drückt sanft in den Boden und du legst dich mehr und mehr ab, sodass die Wirbel ganz auf dem Boden sind. Dann knick die Beine ein, lass sie einfach mal los. Nimm die Hände unter den Kopf und heb den Kopf mit den Händen und setz die Füße ab. Dann beweg mit den Armen deinen Kopf. Versuch den Kopf mal wirklich da in die Hände fallen zu lassen, sodass du merkst, okay, du bewegst so wenig wie möglich den Kopf, sondern machst das fast alles mit deinen Armen. Lass es und leg langsam den Nacken ab. Der Kopf wird sich als erstes ablegen. Wenn das liegt, lass los. Umarm dich selbst. Umarm dich. Und dann zieh mal mit den Händen, sodass die Wirbelsäule etwas mehr auf den Boden kommt. Zieh die Haut ruhig so ein bisschen. Wenn du damit zufrieden bist, legst du die Arme zur Seite, die Ellenbogen und lässt die Unterarme einfach locker. Es kann durchaus sein, dass du das Gefühl hast, du möchtest die Unterarme lieber so hinlegen, also die Arme lieber so hinlegen. Das ist etwas geschützter. Ich bleibe einfach mal offen liegen. Lass die Füße aufgestellt und mit den Füßen zieh dich mal so, dass das Becken vor und zurück geht. Das bringt deinen unteren Rücken Richtung Boden. Es geht nicht darum, unbedingt auf den Boden zu kommen, sondern in eine für dich Mitte zu, also etwas zu generieren, was für dich angenehm ist. So, wenn du dann einigermaßen locker bist, lass das so und streck ein Bein, die Zehen bleiben Richtung Decke, dann das andere Bein dazu. Dann lass uns, die Füße sind sanft geflext, dann lass uns einmal die Zehen zusammennehmen, locker lassen, die kleinen Zehen Richtung Boden nach außen, nochmal nach innen drehen und nach außen und loslassen. Es kann sein, dass du jetzt noch kleine Veränderungen machen möchtest. Mach das ruhig, mach die Bewegung, die du brauchst. Es kann auch sein, dass du etwas unter dem Kopf brauchst. Es ist wichtig, dass du
die Bewegungen machst, damit du gleich still liegen kannst. Wenn du soweit bist, schließ mal deine Augen, nimm dich wahr, nimm einfach wahr, was ist, nicht was sein soll, das, was ist. Und dann geh mal mit, atme mal tief durch, einfach mal 3-4 Mal tief ein, tief aus. Jetzt geh mit dem Bewusstsein mal zu den Füßen. Nimm mal wahr, wo die Füße den Boden berühren. Diese Stelle, wo die Füße den Boden berühren. Die Unterschenkel in Kontakt zum Boden. Dorthin, wo die Oberschenkel den Boden berühren. Und den Kontakt zwischen Gesäß und Boden. Dann wander deinen Rücken mal nach oben, bis du spürst, dass die erste Kontaktebene da ist. Und über diese Ebene geh mal hoch zu den Schulterblättern. Und den Schultern in Berührung zum Boden. Und es ist nicht wichtig, die einzelnen Berührungen wirklich wahrzunehmen, sondern einfach mal bewusst auf wahrzunehmen, ach, das, ich spüre das ja gar nicht. Das ist genauso okay. Das ist viel bewusster, als wenn ich meine, ich müsste das alles spüren können. Die Oberarme in Berührung zum Boden, die Ellenbogen, die Unterarme und die Hände. Die Berührung von Kopf zum Boden, dorthin, wo der Kopf den Boden berührt. Diese Berührungsebene zwischen Körper und Boden als mal als eine Ebene, eine Fläche. Die ganze Ebene auf einmal. Und dann geh mal in den Körper hinein, nimm deinen Körper von innen wahr. Und dann gehst du mit dem Bewusstsein zu den Füßen wieder. Und geh mal in die Füße. Dort die energetische Mitte von den Füßen. Die Mitte von den Fußgelenken. Und die Mitte von den Unterschenkeln. Und es ist nicht wichtig, ob das wirklich die Mitte ist. Für dich die energetische Mitte von den Knien. Und die Mitte von den Oberschenkeln. Die energetische Mitte von den Hüften. Und mit dem Bewusstsein mal in die Hände. Die energetische Mitte von deinen Händen. Von den Handgelenken. Den Unterarmen. Die Mitte von den Ellenbogen, die energetische Mitte von den Oberarmen und die Mitte von den Schultern. Mit dem Bewusstsein mal ins Becken, in den Unterkörper, an den untersten Punkt vom Becken, die energetische Mitte vom Beckenboden. Dorthin, wo für dich die energetische Mitte vom Beckenboden ist. Und die Mitte vom Beckenraum. Die Mitte vom Bauchraum. Und die Mitte vom Solarplexus.
die energetische Mitte vom Brustraum, von der Kehle und die Mitte vom Hals. Die Mitte vom Kopf und die energetische Mitte vom Scheitel und den Körper mal als Ganzes, den ganzen Körper auf einmal, das Bewusstsein vom Körper als Ganzes, den ganzen Körper, den ganzen Körper. Und die energetische Mitte vom Körper. Dorthin, wo für dich die Mitte vom Körper ist. Die energetische Mitte vom Körper. Und dann den Atem. Der Atem, der ist Atembewusstsein. Der Körper atmet und du machst dir das bewusst. Dieses Kommen und Gehen des Atems bewusst wahrnehmen. Der Atem kommt und geht, kommt und geht. Und dann geh mit dem Atembewusstsein mal in die Nase, nur in diesen kleinen Raum innerhalb der Nase und nimm den Atem mal dort wahr. Dieses Kommen und Gehen des Atems, aber nur in diesem kleinen Raum innerhalb der Nase. Vielleicht die Unterschiede zwischen Ein- und Ausatmen bewusst wahrnehmen. Was auch immer, du bist mit deinem Bewusstsein in der Nase und beobachtest, wie der Atem kommt und geht. Und auch davon löst du dich und gehst mal mit dem Bewusstsein hinter die Stirn. Geh mal mit dem Bewusstsein hinter die Stirn, zwischen den Augenbrauen. Vielleicht ist Dunkelheit. Samtene Schwärze, aber vielleicht gibt es auch Lichter, Farben, Formen, Blitze mit dem Bewusstsein hinter der Stirn. Das Bewusstsein hinter der Stirn. Und jetzt nimm dich mal als Ganzes wahr. Das Bewusstsein von dir als Ganzes, was das auch immer sein mag. Das Bewusstsein von dir als Ganzes. Und mit dem Bewusstsein öffnest du sanft deine Augen. Du willst gar nichts sehen, sondern nur das Bewusstsein von dir als Ganzes mit geöffneten Augen. Und dann beginn mal willentlich zu atmen, tief durch, ein und aus. Beweg mal nur die Finger und die Zehen, die Hände und die Füße, dann die Arme und die Beine, streck dich ein wenig und zieh die Füße ran, lass die Arme hinten, zieh die Knie ran und leg dich auf eine Seite. So, dass dein Kopf auf dem Arm liegen kann und du stabil liegen kannst auf der Seite. Und das Bewusstsein jetzt, einfach das, was gerade im Moment ist. Atme tief durch, komm über die Seite. Zum Sitzen.
entweder auf den Fersen oder im Schneidersitz, einen Sitz, der für dich bequem ist, und bring nur deine Handflächen mal gegeneinander. Die Finger sind sanft aufgefächert, sodass du auch Finger hast. Die Hände berühren sich ganz flächig und du bist mit dem Bewusstsein zwischen den beiden Händen, diese Berührung zwischen den beiden Handflächen, und nimm mal wahr, was sich berührt. Das Bewusstsein in den Händen berührt die rechte die linke oder die linke die rechte. Und dann lass die Hände absinken und so mit den Handflächen nach vorne zeigen. Sei in deinen Handtellern und nimm mal wahr. Vielleicht fließt etwas ein, vielleicht fließt etwas aus. Vielleicht gibt es eine Kühle, vielleicht gibt es eine Wärme. Das Bewusstsein in deinen Händen. Ganz bewusst in deinen Handflächen. Und dann leg die Hände auf die Oberschenkel. Ich wünsche dir einen schönen Tag, eine gute Nacht oder was auch immer. Viel Spaß.